Bevor der Pflug am Traktor angebaut wird, sind einige Kontrollen notwendig. Kontrolliere die Hydraulik, die Spurweite und den Luftdruck, bevor du den Pflug an den Traktor anbaust. Schalte beim Anhängen unbedingt die Lageregelung ein. Ist die Zugkraftregelung beim Anhängen aktiv? Kann es sein, dass die Hydraulik beim Anhängen unkontrollierte Hubbewegungen ausführt? Schwere Verletzungen können die Folge sein. Die linke und rechte Hubstrebe müssen gleich lang sein. Vergleiche dazu das Maß von Bolzen zu Bolzen. Die Unterlenker dürfen nicht fixiert werden. Stelle die Seitenstreben so ein, dass der Pflug fixiert ist, wenn er ganz ausgehoben ist. Wenn der Pflug abgesenkt wird, muss er seitlich frei pendeln können. Die Unterlenker sollen zum Pflug hin leicht ansteigen. Den Oberlenker am Pflugturm grundsätzlich am Langloch befestigen. Auf sehr schweren Böden sollte der Oberlenker fixiert werden, da der Pflug ansonsten hinten aufsteigen kann. Der Oberlenker soll parallel zu den Unterlenkern verlaufen. Schließe alle Hydraulikleitungen gewissenhaft an. Achte auf eine sichere Verriegelung der Schnellkuppler. Vergiss nicht, die Beleuchtung anzubringen und anzuschließen. Nach dem Anhängen ist für das Pflügen die Zugkraftregelung zu aktivieren.